Sogar eine Karriere als oberster Heerführer oder als Konsul im Reich der einstigen Feinde stand den Franken offen. Am Rhein bei Köln traten sie als Nachbarn der Römer ins Licht der Geschichte. Später übernahmen sie wichtige Positionen im spätantiken Trier. In Nordgallien, weiter im Westen, wurden andere Frankenstämme mit Kind und Kegel von den Römern angesiedelt. Als die Macht des Imperiums allmählich zerfiel, hatten sie hier als Hauptverbündete Roms die Verteidigung übernommen. Gegen Attilas Hunnen kämpften sie siegreich an der Seite der Römer 451 auf den katalaunischen Feldern bei Orléans. Robust und effektiv waren ihre Waffen. Furchterregend ihre Streitaxt, die Franziska. Lange Haare, wallende Locken galten als Privileg des königlichen Geschlechts der Merowinger. Das eiserne Kampfbeil des ersten Königs. Eines der wenigen Relikte aus der im belgischen Tournai entdeckten Grablege. Viele wertvollere Besitztümer wurden später eingeschmolzen. Childerich lautete der Name des Königs. Das bezeugt der Ring, mit dem er nach römischer Sitte siegelte. Die einzige Dokumentation des 1653 entdeckten Königsgrabes, Auferstehung Childerichs des Ersten. Als hochrangiger römischer Offizier, vielleicht als General, trug Childerich diese Brosche. Und den goldenen Armring als Insignie germanischen Königtums. Ein mysteriöser Stierkopf aus dem Childerich-Grab. Seine Bedeutung gab lange Zeit Rätsel auf. War er ein Symbol? Professor Michel Fleury glaubt, des Rätsels Lösung gefunden zu haben. Merowinger sind seine Leidenschaft und seine Profession. Er hat mehrere fränkische Königsgräber freigelegt und erforscht, bis ins Detail. Je crois, avec d'autres savants, que on peut considérer. Ich glaube, in Übereinstimmung mit anderen Wissenschaftlern, dass es sich dabei um eine Art Totem der merowingischen Dynastie handelt. Und es scheint mir, dass man bewusst dieses Motiv, die Maske mit den Hörnern, wieder aufgriff, das auf der Gürtelschnalle der Königin Arnegunde, der Gattin eines Enkels von Childerich, viermal auftaucht. Das Motiv erscheint auch auf der Schnalle einer Geldbörse, die einem Kind, wahrscheinlich ihrem Sohn, gehörte. Und es stellt sicherlich den Kopf eines Stieres dar. Die eingelegten Schmucksteine geben stilisiert die Augen und Nüstern des Tieres wieder. Wie majestätisch Childerichs Erscheinung tatsächlich war, lassen die Überreste seiner Prunkwaffen kaum erahnen. Solche Preziosen trug im 5. Jahrhundert nur eine internationale Elite. Sie ließ sich vielleicht von der Mode am Hof von Byzanz oder Ravenna inspirieren. Childerich erkannte die Zeichen der Zeit. An der Seite des römischen Feldherrn hatte er erfolgreich gekämpft und war mächtig geworden. In Tournai, in Nordgallien, lag seine Residenz. Als Childerich 482 starb, hatte er den Grundstein für die Dynastie der Merowinger gelegt. Ein mythischer Vorfahre, Merowech, gab ihr den Namen. Wegen seines ausschweifenden Lebenswandels musste Childerich um 457 ins Exil zu den Thüringern fliehen. Von dort stammte auch seine Frau Basena. Sie war so einflussreich, dass schließlich thüringische Traditionen das Totenritual bestimmten. Childerich begleiteten 22 Pferde auf die Reise ins Jenseits. Bienen aus dem Childerich-Grab, Ornamente des Pferdegeschirrs, galten als merowingische Königszeichen. Die Bienen inspirierten später Napoleon,
der sie als Ornament für seinen Krönungsmantel auserkor. Damit beschwor er die Erneuerung der merowingischen Reichsgründung unter seiner Herrschaft herauf. Um das Land besser kontrollieren zu können, postierten Childerich und seine Nachfolger Gefolgsleute an strategisch wichtigen Plätzen. Zum Beispiel an Flussübergängen und Straßenstationen. Die Elitekrieger ließen sich neben der einheimischen Bevölkerung nieder. Mit Prunkwaffen, ihren Statussymbolen, traten sie die Reise ins Jenseits an. Vorbild war die Grablege König Childerichs in Tournai. Zu den erlesenen Preziosen eines Fürsten aus dem Rheinland gehörten Beschläge des Pferdegeschirrs und des Sattels. Auch hier Reminiszenzen an die königliche Bestattung von Tournai. Der Helm. Vielleicht ein Diplomatengeschenk aus Byzanz? Jedenfalls erstklassige Arbeit aus byzantinischen Werkstätten. Künstler verstanden es noch, Meisterwerke aus Glas und Metall in römischer Tradition anzufertigen. 476 starb der letzte römische Kaiser Romulus Augustulus. Sein Nachfolger Odoaker hatte kein Interesse an Gallien. Dort änderte sich freilich wenig. Als Spitzenbeamte und als Bischöfe vertraten gallo-romanische Aristokraten die alte Ordnung. In ihren Händen überlebte die Verwaltung in den Städten, wie zum Beispiel in Poitiers. Bereits im 4. Jahrhundert war Poitiers Bischofssitz. Die Stadt blieb ein bedeutendes Zentrum des Christentums. Hier hat sich ein architektonisches Juwel aus der Merowingerzeit erhalten. Die Taufkapelle. Sie wurde von kleineren Umbauten nur wenig verändert. Das Sakrament der Taufe erteilte der Bischof. Ob Jugendliche oder Erwachsene, die Täuflinge stiegen die Treppen hinab in das Taufbassin und der Bischof tauchte sie dreimal ein. Noch Heide, aber mit dem Christentum schon eng vertraut, war Childerichs Sohn Chlodwig, der mit 16 Jahren neuer König wurde. Er verwaltete mit seinen Gefolgsleuten zunächst nur einen Teil der römischen Provinz Belgica und annektierte dann das Territorium des letzten römischen Feldherrn Syagrius. Zielstrebig übernahm Chlodwig die Macht weiter im Süden, schließlich bis zur Loire. Bewusst pflegte er die Kontakte zu seinen fränkischen Verwandten in Köln. Als vom römischen Kaiser legitimierter Heerführer war ihm immer bewusst, worauf seine Herrschaft gründete. Den einstigen römischen Militärhafen Paris nahm Chlodwig als Hauptsitz. Paris, gallo-romain, est une très petite ville. Das gallo-römische Paris war eine sehr kleine Stadt. Aber als Chlodwig sein Territorium in Gallien Richtung Süden vergrößerte, konnte er in Paris den Regierungssitz des Königreiches einrichten. Er wählte Paris aus, weil diese Stadt weiter im Süden lag und sehr nahe zu seinen ursprünglichen Besitzungen.
Auf der anderen Seite ist Paris ein Platz, der natürlich befestigt ist. Denn er bestand aus einer Insel, die von einem Fluss umgeben ist. D'autre part, Paris est un site naturellement fortifié, parce que il comporte une île entourée d'un fleuve. Die Bedeutung von Paris während der Regierung der Merowinger spiegelt sich sehr gut wider in den außergewöhnlich großen Dimensionen seiner Kathedrale, die später den Namen Saint-Étienne erhielt. Ihre Fassade stand etwas abseits von der Front der heutigen Kathedrale Notre-Dame. Sie nahm die Breite von fast 36 Metern ein. Das bedeutet 4 oder 5 Meter weniger als die große Kathedrale von heute. Und 36 Meter Breite, das ergibt eine ungefähre Länge von 72 Metern. Die größte Kirche in Gallien zur Merowingerzeit. Dem Erbauer hatte es am Platz gemangelt. Die Tatsache, dass er die gallo-römische Befestigungsmauer auf der ganzen Länge der Kathedrale abreißen ließ und einfach durch die Mauer der neuen Kathedrale ersetzte, beweist, dass während der Merowingerzeit, wenigstens zur Zeit von Chlodwig und seinen Söhnen, ein gewisser Frieden Bestand hatte. Le mur de défense, le rempart, a été remplacé simplement par le mur de la nouvelle cathédrale. Paris war kein Trümmerfeld, als Chlodwig die Stadt in Besitz nahm. Auch die römischen Thermen standen noch. Wie geschaffen für Repräsentationsräume. Wer benutzte sie? Keine Inschrift und kein Fund geben darüber Aufschluss.